Also wichtig ist einfach, dass man einen Inhalt hat, einen Lebensinhalt. Und das kann nicht Geld sein. Das muss eine andere Sache sein. Da gibt es sehr viel Musik, Kunst, Beruf. Servus. Ich glaube, die Auswahl, die Möglichkeit, dass man alles machen kann, das ist das Problem. Früher hat man die Möglichkeiten halt nicht so gehabt. Das ist halt auch ein gesellschaftliches Phänomen, zum sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das ist gut und das ist böse. Dass man dann immer, alles ist irgendwie gut. Wie schön ist das eigentlich? Wie schön ist das eigentlich? Irgendwie ein bisschen mag man provozieren, aber irgendwie mag man auch gefallen. Irgendwas zwischen den beiden Sachen machen. Können Sie erst einmal uns erzählen, unseren Zuschauern, was für eine Art von Musik ihr eigentlich macht? Das ist so naheliegend. Da trifft sie Musik und da trifft sie Poesie und trifft sie Unterhaltung. Und das sind alle Sachen, die ich gern mag. Und das Schöne ist halt da, dass jeder so seine Rolle hat und dass keiner allein das eigentlich besser kann. Erst damals war das Wissen nur, war bis heut mir mehr als so. Weil ich mir da steh, jetzt ist es schön, ohne Blatt auf dem Baum, erst zählt immer wieder welchen auf, ohne dass es irgendwer braucht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der Matthias, der sichert sich das Leben ab. Und wenn ich keine Angst vorm Tod habe, dann ist doch alles gut. Dann kann ich rachen, dann kann ich saufen. Dann kann ich alles. Erst damals war das Wissen nur, war bis heut nur mehr als so. Wenn ich wieder steh, jetzt ist auch schön, ohne Blatt am Baum, erst trinken wir wieder weg hinauf, ohne dass ich irgendwie wär. Brauch.